So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Modellbau König unterwegs. Ich hätte schon beinahe ausgepackt gesagt, nein, ist es nicht. Und wir haben euch ja schon eine ganze Menge Fahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg vorgestellt. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ein Fahrzeug aus der heißen Phase des Kalten Krieges darzustellen. Und zwar haben wir hier die Schielka, die ja teilweise immer noch unterwegs ist, wie wir jetzt sehen. Aber das Modell ist jetzt in der UdSSR hergestellt worden und hat dann die nationale Volksarmee der DDR übernommen. So, das wollen wir euch jetzt ein bisschen zeigen, wie man sehen kann an den Geschützen. Das gucken wir uns, wie gesagt, gleich alles nochmal genau an. 4 23 mm Kanonenflugabwehr. Das Ganze ist schon mit Radar ausgerüstet gewesen und ich denke mal, wichtig sind hier die kleinen, feinen Details, wie ähnlich wie der Notix-Scheinwerfer, der ja auch ein Entdecken des Lichtkegels natürlich verhindern sollte. Wer hat das Modell rausgebracht? Das Modell ist von Trumpeter, ist das erschienen, ein wirklich gutes, klasse Modell. Das kann man wirklich empfehlen. Und die Referenz oder das, was wir jetzt hier machen, soll natürlich dazu dienen, das Ganze als Referenzmaterial dann auch zu nehmen. Schön ist das auch zu sehen, wie das hier alles verarbeitet worden ist. Warte mal, ich kann hier heimleuchten, Thomas. Wir sind ja auf alles vorbereitet. Genau, das dient zur B- und Entlüftung. Hier kann man sehr schön sehen. Ein bisschen mit Maschendrahtzaun gesichert. Und ganz wichtig, wie ich das finde, das Fahrwerk, das wurde ja einem anderen Panzer entnommen. Auf diesem Panzerfahrwerk sind wirklich einige Sachen drauf entwickelt worden, draufgesetzt worden. Ein sehr zuverlässiges Laufwerk. Und kann mir einer von euch sagen, welches Laufwerk das ist, wovon das stammt? So, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr euer Wissen dann mit uns teilen können. So, warum machen wir das Ganze? Warum stellen wir das hier vor? Leider sind einige Hersteller, was die Akkuratität, was die Details angeht, ein bisschen, ich möchte es mal sagen, schluderig. Das wollen wir hier einfach ein bisschen abändern. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, dass ihr das Modell eurer Wahl schon so möglichst nachbildgetreu, wie auch immer es irgendwie geht, darstellen können. So, und was ist das Allerwichtigste? Was darf an einem russischen Fahrzeug nicht fehlen? Wisst ihr es? Nein, es ist nicht hin die Gummimatte, damit der Dreck nicht hochspritzt, sondern der Bergebalken. Also ich glaube, ich kenne kein Panzer, kein Fahrzeug, wo kein Bergebalken bei ist. Das dient einfach dazu, wenn man im Dreck ist, dass man sich nach Möglichkeit wieder selbst rausziehen kann, sich selbst helfen kann, und dementsprechend ist das eigentlich an jedem Fahrzeug vorhanden. Und in diesem Fall haben wir sogar ein imprägniertes, ein behandeltes Stück. Meistens waren das relativ rohe Baumstämme, wo dann im besten Falle die Äste abgefahren worden sind. So, und wenn man sich hier hinten das mal anguckt, was da schön alles an Ruß und Dreck und rausgekommen ist und altes Öl, das ist konserviert und eingelagert worden, aber das ist noch schön original. Und wenn ich da jetzt mal reinfassen würde, ja, da kann man das schön sehen. Also Greta würde sich da ganz schön drüber ärgern, was da an Dreck und Ruß tatsächlich rauskommt. So, ganz wichtig, wird auch immer ganz gerne übersehen, das ist hier hinten das Motordeck, und guckt mal, wie schön eingelatscht, wir gucken uns das nachher nochmal von oben nochmal an, da kann man das schön sehen, wie schön eingelatscht dieser Draht ist, und das habt ihr wirklich bei ganz, ganz, ganz vielen Fahrzeugen. Die Leute, die mussten da ja arbeiten, das war ja auch der Arbeitsplatz oder ist ja der Arbeitsplatz der Soldaten, und dementsprechend haben die Stiefel natürlich dann ihre Wirkung da hinterlassen. Auch ganz interessant, die Anordnung hier vom Abschleppseil, die ja dann nach hier unten geht. Wir leuchten da einmal hinten, gucken uns das einmal an, wo tatsächlich das Fahrzeug hier hinten festgemacht worden ist. Das diente nicht der Bequemlichkeit, sondern das hatte wirklich ganz praktische Gründe. Wenn das Fahrzeug festgesessen ist, hinten war schon eingehakt, man konnte dann hier beigehen, das hier rausholen und dementsprechend schon mal gleich vorbereiten, dass man dann abgeschleppt werden konnte. Original roter Feuerlöscher, also der ist jetzt nicht nachbearbeitet worden. Ganz interessant, wie ich finde. Und dann auch hier die Stanzung, die Markierung, die hier schön zu sehen sind, die Positionslichter und natürlich auch hier die Details, die sich hier im unteren Bereich finden, die man ja sonst eigentlich so nicht zu sehen kriegt.
hier der Drehkranz, wo dann der Turm natürlich draufgelagert ist. Zweite Sache, die auch an einem russischen Fahrzeug nicht fehlen darf, genau, das ist hier die gute Zugsäge, Spaten, Schanzwerkzeug, was alles so dazugehört. Oben, das gucken wir uns gleich nochmal detailliert an, geben da nur einen kleinen Überblick. Was, denke ich, nochmal ganz interessant ist, das sind so eine schönen Details wie hier, diese kleinen Zuhaken, einfach um dann das Fahrzeug abtarnen zu können, dementsprechend darauf reagieren zu können. Ja, schöne kleine nette Details. So, und gleich kommen wir zum Fahrerplatz. So, und der ist glücklicherweise offen, dass wir uns das einmal angucken können. Hier schon mal ein kleines Gucklöchchen. Und da kann man mal sehen, wie relativ dick das ist. Ich habe mal die Hand davor gehalten. Ich glaube, da sieht man nichts. Leuchte mal von der anderen Seite. Also es ist wirklich sehr, sehr dick gepanzert. Und hier musst du dann der Fahrer reinkrabbeln oder eben von der oberen Luke. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken, man durfte nicht sehr dick sein, man durfte nicht sehr groß sein. Und ist ein bequemer Arbeitsplatz, sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus. Und wenn man sich die ganzen Schalter anguckt, die ganzen Mittelchen und Wege und alles, was hier so beachtet werden muss, da ist wirklich jede Menge Musik drin. So, nach vorne gucken wir uns das auch mal an. Und natürlich hier, gehe ich da einmal nochmal hin, Thomas, es darf der typische Öllappen, der darf nicht fehlen. Auch das ist ganz typisch in einem russischen Fahrzeug, dass ein verölter Lappen da halt mit zugehört. So, dann sind wir jetzt einmal fast rum. Hier gucken wir uns nochmal eindrucksvoll die Waffenanlage an. Kann man hier sehr schön sehen. Auch die ganze Hydraulik, die sich dann ja da befindet. Da ist wirklich eine ganze Menge los und bewegen. Und wie so eine Waffe im Einzelnen aussieht, das können wir euch nämlich gleich zeigen, indem ihr mir mal folgt. Und hier haben wir dann die ganze Waffe mit Verschluss und dem Block. Und das ist praktisch der Teil, den ihr draußen sehen könnt. Der dann ja hier sonst nur sichtbar ist. Vorne übrigens auch ein kleinen Mündungsschalldämpfer, wie man das sehen kann, aber ein bisschen anders, als das jetzt zum Beispiel bei Fahrzeugen der Bundeswehr dann üblich war. Ich würde sagen, wir krabbeln jetzt mal auf das Fahrzeug rauf und gucken uns das erst einmal von hinten und dann von vorne an. So, jetzt sind wir oben auf dem Fahrzeug drauf und wir befinden uns hier auf dem Heck. Ebenfalls eine Sache, die auf russischen Fahrzeugen bzw. der NVA nicht fehlen sollte, das ist hier die Plane. Kann man sehr schön sehen, müsste beim Trumpeter-Bausatz, glaube ich, auch mit dabei sein. Wenn nicht, habt ihr hier schönes Anschauungsmaterial, wie es aussehen soll. Und da, wo Thomas steht, das ist ebenfalls ein schönes Material, bleibt ruhig mit den Füßen drauf stehen. Deswegen ist das tatsächlich so ausgelatscht und abgetan. Also das ist keine neuzeitliche Erfindung, sondern tatsächlich ist das so. Und hier haben wir die Möglichkeit, wir haben ja links und rechts haben wir überall kleine Kanister, Decken, dies, das und jenes. Und hier befindet sich, also es riecht schade, dass man keinen Geruchsfernsehen hat. Hier sind ganz viele Ersatzteile. Also das Fahrzeug ist noch einsetzbar und wie man sieht, haben wir hier sogar noch Ersatzteile. Das sind alles Relais, alles made in the UdSSR. Also wunderbar. Ich mache das wieder zu, bevor ich hier gleich tot umfalle. So, da haben wir, und das ist auch eine Besonderheit, denke ich mal, die nicht jeder weiß heute, gerade die Jüngeren. Die russischen Soldaten mussten, Soldaten der NVA mussten auch Russisch lernen. Das war ganz wichtig, weil, wie ihr seht, ganz viel von den Anleitungen, ganz viel von der Technik in russischer Sprache draufgeschrieben worden ist. Das hier ist zum Beispiel der Radarschild. Kann man von vorne nochmal schön sehen, wie die Technik damals war. Also es war schon ein richtig modernes Fahrzeug und das war auch ein Fahrzeug, was den den NATO-Staaten dann schon Respekt eingeflößt hat. Und hier, nein, leider auf dieser Seite nicht, da muss Thomas hier nochmal mit rüberkommen, damit das Radar vernünftig arbeiten konnte, musste das natürlich auch grob justiert eingestellt werden, nachgeprüft werden. Und hier haben wir tatsächlich eine kleine Optik, wo denn nachgeguckt werden konnte, wo das jeweilige Radar dann dementsprechend ausgerichtet worden ist. Also es wurde da an wirklich viele Sachen gedacht. So, dann haben wir für die Waffenanlage, haben wir hier die Wartung, damit die Mannschaft da jetzt auch von oben noch an Sachen rankommen konnte. Die Klappen konnte man alle aufmachen, aufschrauben, kann man hier sehr schön sehen. Der Kommandant, der befindet sich oder befand sich auf der anderen Seite. Wir haben auch eine Art Kommandantenkuppel.
So, hier schön zu sehen, mit natürlich allerlei technischen Raffinessen, Sachen, dies, das und jenes, was da halt so zeitgemäß übrig war. Ein weiteren interessanten Punkt, den ich finde, dass wirklich kein Platz ungenutzt gewesen ist, dass wir hier zum Beispiel nochmal Werkzeuge haben, dass wir hier nochmal Ersatzkanister haben, wie man das schon sehen kann, genauso wie dort auf der anderen Seite. Und jetzt würde ich sagen, dann wechseln wir einmal nach vorne, dass wir einmal das Radar und die Waffenanlage uns von der vorderen Seite auch nochmal angucken können. So, schön zu sehen, gerade für das Modell ist, hat der Hersteller schön gearbeitet, haben wir hier die Details. Da sind dann, ist dann erstmal diese Radarkugel, dieses Radarteil, schön zu sehen. Dann hier weitere Wartungsluken und Einstiegsluken, natürlich für die Mannschaften, Optiken. Und ganz interessant, und da kann man sehen, dass das hier schön eingelagert worden ist. Hier haben wir nämlich, einen Moment, ich zücke mal eben die Taschenlampe. Hier haben wir nämlich die Waffeneinlage, die richtig schön konserviert ist und schön mit Schmierfett dann präpariert worden ist, damit der Lochfraß vom Rost da nicht seine Wirkung zeigt. Links und rechts, also da wo Thomas steht und wo ich drauf stehe, sind die Wartungsluken für die jeweiligen Waffen für die Munitionszuführung, ist relativ groß gehalten. Man muss aber auch hinzufügen, dass die Munitionszuführung richtig wichtig war, weil hier kam natürlich aus diesem Vierlingsgeschütz schon ein reichlicher Feuersegen raus, der natürlich die feindlichen Jets dann dementsprechend auch erwischen musste. Bei einem modernen Jet fehlt tatsächlich, braucht man tatsächlich nicht viel, anders wie ein Propellerfahrzeug oder Flugzeug, das kann ja schon relativ viel ab oder so. Bei Jets, die sind da schon wesentlich empfindlicher und das hat man sich dann natürlich zunutze gemacht, um dementsprechend das jeweilige feindliche Flugzeug dann auch dann vom Himmel zu holen. So, die Optiken haben wir, dann würde ich sagen, dann haben wir den Rundgang über die Schielka, über dieses wunderschöne Fahrzeug, was ich übrigens auch sehr schön finde. Irgendwie habe ich ein Faible für Flugabwehrgeschütze, ich weiß gar nicht warum. Haben wir fertig. Dann bedanke ich mich ganz, ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet auch einige Sachen mitnehmen, einiges Neues, Schönes, Interessantes. Schreibt das doch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr davon so denkt. Dann gehabt euch wohl, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Thomas und Christian.